Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mario und Luigi Partners in Time. So, tut mir leid, dass wir hier oben schon sind. Ich hatte im letzten Part eine Fail-Aufnahme, wo Camtasia den Ingame-Sound bei der Aufnahme nicht aufgenommen hat. Deswegen, ja, sind wir schon hier oben. Ich habe aus Versehen auch noch gespeichert, als wir kurz mit dem Part fertig waren. Kurz bevor wir mit dem Part fertig waren, habe ich nochmal gespeichert und deswegen konnte ich nicht an den alten Speicherstand zurückgehen. Naja, aber so viel habt ihr jetzt auch nicht verpasst, keine Sorge. Es war das einzige Spannende war der Kampf gegen Kamek. Aber es geht ja noch weiter, es ist ja nicht alles. Jetzt. Hier wird auch schon einiges passieren. Hoffe ich mal. Also so wie ich es in Erinnerung habe, ist es nicht langweilig, das weiß ich auf jeden Fall. Und der snackt uns hier einfach mal die Sternsplitter weg. Uah, scheiß Idee. Haha, aber sie schmecken mir. Spuck sie aus. Hey, was soll das? Ah, sind verrückt. Hör auf. Spaß dies. Und das sind auch schon die Schroops. Was die suchen, keine Ahnung. Am besten erstmal stillhalten. Uah, ekelhaft. Die schmecken gar nicht gut. Und da ist auch schon der, der Shroop Yoshi, kann man sagen. Und, oh mein Gott, was machen die da? Ach du Scheiße. Das Ding auf einmal so riesig, ey. Das Ding war ja schon groß, ne? Und jetzt auf einmal... Oh, nee. Scheiße. Jetzt versucht er uns auch noch aufzuessen. Aber wir weichen kurz aus. Wow, was ist denn das? Und die passen nicht auf und lassen sich ebenfalls essen. Genies. Oh Gott. Diese Logik manchmal. Anstatt einfach wegzurennen, ne? Aber, man kann den Boss ja, also man kann ja auch eine Kreatur von innen heraus besiegen. Ja. Mario! Babys! Daisy! Verpiss dich! Mario! Boah, Mario, du Socke, wach auf! Luigi ist eigentlich... Ja, das Weichei von den beiden und der packt's immerhin zu stehen. Kekse! Ja, jetzt sind sie ruhig, ne? Oh Gott. Naja. Wie Kinder doch so fröhlich werden durch Süßkram und all so ein Zeug. Hm? Leute, das ist ekelhaft. Ich verstehe immer noch nicht die Knöpfe da. Naja. Mal schauen. Erstmal die Babys nach oben befördern. Damit wir einen Yoshi entdecken anscheinend. Und er versucht diesen Kettenhundstein da zu bewegen, aber schafft's nicht. Naja. Drücken! Er braucht Hilfe, alleine schafft er das nicht. Wir müssen mehr Yoshis auftreiben. So. Dann bohren wir hier mal in seinem Fleisch rum, weil hier sehr viele Kreuze sind, wie man sieht, richtig brutal. Und wenn ihr mal nach rechts guckt auf das Bild von dem Dino, dann sieht man, dass er richtig am Leiden ist, wenn man sich reinbohrt. Aber das hat er sich selbst zuzufügen. Ja, was frisst der Typ uns auch? Ich meine, ich fresse ja auch nicht irgendwelche von meiner Sorte auf. Wir sehen zwar keinen. Obwohl, er hat auch Leute von seiner Sorte gefressen. Ich meine, Yoshis. Also, bitte.
Das ist ja hier purer Kannibalismus. Und so. So. Eieiei, wie kommen eigentlich die ganzen Bohnen unter sein Fleisch, ganz ehrlich? Komischen Verdauungstrakt hat der Mann. Aber okay. Bleibt mehr Bohnen für uns. Egal, auf Bohnen. Ich bin kein Fan von Bohnen. Außer von Kidneybohnen. Kidneybohnen sind lecker. Da kann keiner was sagen. So, wir müssen erstmal hier rein, weil hier ist eine Frucht drinne. Und die brauchen wir für den Yoshi, den ihr vorhin da am Boden habt abnippeln sehen. Deswegen gleich wieder hoch. Und dem Yoshi die Frucht geben. Hallo, Yoshi. So hungry. Brauch Obst. Yippie, Obst. Boah. Und gleich mal hier volle Energie durch eine Frucht. Ja, also ich bräuchte mehrere von diesen Früchten. Boah, wenn ich diese Früchte sehe, ich bekomme richtig Bock auf Frucht. Am besten hätte ich jetzt Bock auf so eine richtig schöne, saftige Wassermelone. Boah. Richtig schön knackig. Aber nein, das Leben ist kein Wunschkonzept. Da müsste ich jetzt wieder in den nächsten Supermarkt laufen. Und ja, da war ich vor 4 Stunden schon. Hab mir Eis und so ein Zeug gekauft. Ah. Aber ihr müsst verstehen, ich muss da ruhig sein, sonst verkacke ich viel zu schnell. Weil es wird auch immer schneller und das heißt, ich muss mich mehr konzentrieren, um zu treffen. Ach Gott, das hat schon mal geklappt. Wow, wow. Und sogar ein Treffer. Mega. Ha, ha. Verdammt, er ist uns hinten reingelatscht. Aber egal, grüner Panzer für euch beide. Na, erstmal für den da. Bam. Bam. So. Verdammt, nein. Das war ein Mist. Jetzt aber, jetzt müssen wir niederkriegen. Zack, 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 zack. Nein, verkackt. Nein, er geht richtig ab, wenn er so drauf ist. Wow, wow. Oh. Ah, verdammt. Der hat uns getroffen. Jetzt reicht's. Volle Kanne mit dem Hammer. So. Ruhe. Jetzt noch er dran. Versuchen wir es mal mit dem Smash Egg. Zack. Oh, fail. Na, kacke, er ist aggressiv. Schnell. Richtig schnell. Aber kriegst ein paar auf die Mütze hier. Und gleich nochmal. Zack. Und Smash Egg. Hier. Nein, verdammt! Ich lasse immer zu spät los. Oh, nee, damit haben wir so einen wunderschönen. So eine wunderschöne Gelegenheit verpasst. Aber er ist noch paralysiert und dann gibt's nochmal einen auf die Nuss. Und das war der Endschlag. Für diesen. Was ist denn das überhaupt für ein Vieh? Keine Ahnung, Ochsenkopf mit Füßen. Macht Sinn. Gut. Dann ab zur nächsten Röhre. Hier sind ja... Oh nein. Sorry für meinen Wecker. Gastauftritt von meinem Wecker. Ja. Was man auch macht, man wird gestört. Ich versuche ein bisschen was von dem Gelaber von diesem Dreckswecker da wegzuschneiden. Gibt's doch gar nicht, hey. Dieser Wecker ist ein Fluch und ein Segen. Er weckt mich wunderbar, aber nervt endlos, hey. Richtig schlimm. Ah, okay, hier sieht man schon, wie das sein muss. Blau und grün. Yay, und das... Oh. Okay, das wird mir auch wehtun, ganz ehrlich. Wenn sich da auf einmal was in meinem Magen bewegt. Richtig ekelhaft. Das ist nur... Alter, nein. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja, wie soll ich das jetzt rausfinden, wie... Was ist, oder was? Mich verkackeiern, oder wie? Oh mein
goodness! Aha! Ich pack's nicht! Naja, erstmal gibt's hier eine kleine Eisflaue für euch. Ja. Angriff auf die Toten! Ha! Wissen, was hat's gebracht? Minus Geschwindigkeit und Verteidigung. Dann würde ich mal sagen, nochmal, Green Shell auf den da. Oh, zack. Zack. Mal schauen, ob wir einen Down kriegen. Ich hoffe es mal. Blöder Knochen trocken. Ha! Haben wir es gebackt. Greift er an. Mit einem. Mit Knochen. Okay. Das war's. Er greift mit Knochen an. Das ist auch schon alles. Und. Green Shell! Ha! 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 Yeah! Hammers. Und eine Eisflower. Also eine Eisblume haben wir zurückbekommen. Schade, dass ich das Spiel nicht auf Deutsch habe. Okay, so, jetzt müssen wir es hier abgebildet nachmachen. Kein Problem. Also erstmal. Nochmal zurück. Ah. Zack. Zack, blau. Dann hier unten grün. Obwohl, ich mache erstmal die ganze obere Reihe am besten. Dann muss ich nicht die ganze Zeit hoch und runter. Also, hier haben wir es dann blau. Dann muss es hier auch blau. Hier muss grün sein. Dann hier auch grün. Hier rot. Blau. Rot. Und grün. So, hier unten haben wir blau. Blau. Grün. Grün. Rot. Blau. Rot. Und fertig. Boah, Hammers, ey. Ekelhaft. Vor allem keiner weiß, was sich da genau jetzt bewegt hat. Aber egal. Ah, ja, leide, Dinosaurier. Leide, so wie wir, als uns gefressen hast. Wow. Der ist schnell. Nicht schlecht. Wie sie auch schon runterschwitzt, ist ja ekelhaft. Gut, bohren wir nochmal einen Dino-Nei und Bohne. Ich würde gerne mal wissen, für was die Bohnen gut sind. Ich habe nämlich echt keine Ahnung. Naja. Gut. Was haben wir hier? Nix. Ah, doch, hier ein weiterer Gang. Boah, diesmal. Ah, ich wollte drauf springen. Naja, erstmal Eisblume. Und go. Yeah. 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 Oh. Was ein Strike, ey. Zack. Zack. Das ist der Kack jetzt. Wir werden richtig aggro. Ha. 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 Oh, oh, verdammt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Yay! Yay! Und der letzte auch noch. Yay! Yay! Und wir sind sogar drauf gejumpt. Schöne Sache. Zack! So, down. Und, ja, du bist der Nächste. Zack. Zack. Wow, down. Cool. Yay! Einfach drüber springen. Der aggressive Ochse ist ein bisschen schwerer in dem Sinne, aber machbar. Also, ja, ich hatte kein Problem damit. Zack. Oh, jetzt ist er auch noch aggressiv. Wie man hier einen Drugsfall sieht, aber... weg mit dir. Leg dich niemals mit Männern, die Babys haben, an. Auch wenn Babys so ziemlich das Unnötigste der Welt sind, aber... naja. Hier scheinen sie ja immerhin anscheinend guten Nutzen zu haben. Immerhin hier... Und hier sind sie auch nicht so ganz nervig wie im echten Leben. Gut, was werden wir updaten? Ich würde mal sagen, die Defense. Oh, plus 5! Hammergeil! Yeah, das ist doch richtig geil. Okay, hier mal. Schnurrbart. Yeah. Babys und Bart. Ich weiß nicht, wofür der Schnurrbart da ist, aber. Ja.
Es funktioniert ja alles. So. Lol. Ich hab doch nichts gedrückt. So. Zack. Zack. Noch nicht down, aber kommt noch. War jetzt nochmal extra Angriff. Boah, rast doch nicht so, hey. Hier sind Kinder anwesend und du rast hier. Naja, obwohl, wenn ich Kinder auf der Spielstraße sehe, will ich auch Vollgas geben. Boah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Und drauf hier. Blitzding. Und zack. Zack. So, das sind jetzt nochmal die restlichen, aber die kontern wir jetzt einfach so. Habe ich jetzt keinen Bock, da irgendwie drüber zu springen. Ah, Mann, raste mir voll in die Rippen. Nein, hey. Passt doch. Ja. Ich glaube, ich reiß demnächst mal mit dem Knopf dann aus, weil langsam regt es mich auf. Weil es kann doch nicht sein. Ich drücke die ganze Zeit X. Ich drücke immer X. So, jetzt nochmal. Zack. Na, also. Eieiei. Blöder Controller. Obwohl es ein guter Controller ist. Xbox 360 Controller. Ja, kein Nintendo GameCube Controller. Aber egal. Bam. Verdammt, jetzt habe ich keine mehr. Okay, bei Baby Mario ist es jetzt nicht so hart. Der hat ein KP weniger. Da geht es noch. Oh, Geld, 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 Geld. Ich brauch Geld. Ich brauch ganz viel Geld. Und Hosen. Yeah, Hosen sind echt stylisch. Auch wenn diese Hosen nicht stylisch sind. Aber egal. Alter, der heult sogar, wenn wir nur hier irgendwie auf die Erde hauen, dann fängt er schon das Stöhnen. Ich würde schon leiden, wenn mir da irgendjemand auf den Eigeweiden rumtanzen würde, ey. Und? So. Oh, da ist ein Gast zwischendrin anscheinend. Ein Knochentrocken. Ob der uns hier irgendwas anrichten kann, glaube ich ja nicht. Scheint nicht sehr bedrohlich zu sein. So, den Sauren haben wir schon mal weggebracht. Um die Ecke gebracht. Ha. So, was macht der? Der schmeißt einen Knochen. Aua. Aua, nein, warum springe ich? Zack. Zack. Und Hammer Attack. Zack. Weg mit dir. Du blöder Hammerbruder. Du blöder Knochentrock. Tut mir leid. Hammerbruder ist aber wieder was ganz anderes. So, werden wir die auch noch los? Und nein, warum geht denn das X nicht? Was ist denn los hier? Spinnt mein Controller oder? Okay, jetzt habe ich... Fail. Naja. Was soll man machen? Gut, dann gehe ich halt mit dem... damit drauf. Zack, 41 Schaden. Hammer, Hammer. Yeah! Level up für Mario. Gut, machen wir mal den Speed ein bisschen schneller. Plus 2. Yeah, super Sache. Bei Luigi würde ich sagen, auch den Speed. Plus 1 leider nur, aber okay. Kann ich mitleben. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Nix. Oder wie? Sind jetzt hier nur Gegner oder was? Oh, tatsächlich, war nur ein Gegner. Gut, Fail. Dann gehen wir mal weiter in die nächsten. Ich heile mich immer. Yeah! Geheilt. So, gehen wir ins letzte Tor. Ja, das letzte Tor in diesem Magen. Ne, da sind noch ein paar. Aber die kann ich... Oh, da ist ein rosaner Yoshi. Schön. So, Kinder nach oben. Das ist bestimmt was. Ja. Nochmal so ein Bulle. Ja, die Kinder müssen erwachsen werden, deshalb kämpfen wir gegen den Bullen. Obwohl wir nur Babys sind, aber egal. So, ich sag nur, no risk, no fun, ne? So. Das Baby muss mal alles ausprobiert haben. Wie ist Mario denn sonst so mutig geworden? Er hat bestimmt schon mit 8... und mit 5 schon sich mit den Erwachsenen auf der Arbeit gebeult oder sowas. Oder hat gegen seine Mutter aufgemuckt, keine Ahnung. Aber so viel Mut, wie der in sich hat, also, boah, Respekt, ey.
Also, der hat bestimmt schon einiges in seiner Kindheit erlebt. Und, ja, jetzt ist echt mal Schluss mit den Items. Ich verbrauche viel zu viele Items, merke ich. Boah. Aber es wird immer leichter, dem auszuweichen. Zack. So, jetzt kriegst du nochmal einen mit dem Hammer. So, weg. Sehr schön. Alles klar, da ist noch einer. Wieso laufen die immer von mir weg, wenn ich es angreifen will? Schlimm, ey. So, und ich hau auf den drauf. Batz. Hat nicht so ganz geklappt, aber okay. So. Drauf und... Oh, der lebt wieder, aber... Drauf! Und gleich wieder verwirrt. Wow, wow. So, jetzt hat er aber echt mal Ende Gelände sein. Na also, Schluss hier. Den kriegen wir auch noch irgendwie runter. Zack. Und gleich nochmal mit Luigi nachher. Zack. Ja, yeah, die Hammer sind echt der Hit. Das kann ich euch echt sagen. Ach ja, die schönen Hammer. Gut, wie geht's weiter hier? Das sind irgendwie Löcher. Schön, dass sie... Was ist das denn? Hm, ist das etwa ein Hinweis? Müssen wir etwas mit den Hämmern machen? So, ich gehe mal in dieses Loch. Mal schauen, wo wir landen. Yeah! So. Na also. Sehr schön, haben wir dem auch noch geholfen. Zu viert sollten sie es schaffen. Und, schaffen sie es? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssten es eigentlich. Ich meine, mehr Räume gibt es hier nicht zum... Ja, zum Yoshi retten. Die müssten es jetzt eigentlich schaffen. Jiho, nein, die schaffen es nicht. Nicht mal zu viert. Ach du Kacke. Oh mein Gott, da wird ein Yoshi bedroht. Hilfe! Kannst du haben! Ey! Hier, pass mal auf! Mach dich ab! Geh nach Hause, Junge! Was machst du hier eigentlich? Du kleine Bakterie! Egal. So. Ja! Ja! Oh Gott! Oh! Achso! Wir werden hochgezogen und müssen das Ding da ab. Wimmeln, quasi indem wir mit dem Hammer draufschlagen, okay? Ich hab's. Gut. Man muss ja immer erst jede Attacke kennenlernen. Dann lernt man auch. So, der Yoshi ist gerettet. You're safe! Yeah! Jetzt mach dich ab zu deinen Gleichgesinnten und schieb den Stein. Ihr wollt mich verarschen, oder? Wie viele Yoshis gibt's denn hier drinne? Gibt's doch gar nicht. So. Bohne. Ich hole mir jetzt jede einzelne Bohne hier drin. Ist mir egal, wie viele es sind. Ich will wissen, wofür die Bohnen da sind. Eieiei. Man müsste eigentlich denken, dass die Yoshis stark sind. Eine starke, in sich geschlossene Einheit, aber anscheinend nicht. Ja, das war schon den nächsten... Retten. Verdammt, geht nicht. Wir müssen uns erstmal hier irgendwie reinschleichen. Da sind ja zwei Spalte, wo man durch kann dann anscheinend. Wasser. Uah. Also dem seinen Saft will ich jetzt hier nicht trinken. Ist ja... nee. Ich muss. Uah, das ist so ekelhaft. Wenn man mal bedenkt, ne? Uah. Krass. Echt krass. Ja, verkackt. Jetzt aber. Platsch! Das heißt, müssen wir es nur noch so treffen. Ah, nee, ey. Wir müssen es ganz treffen. Es will nicht kaputt gehen. Also müssen wir es so treffen. Ah. Oh Mann! Jetzt! Nein!
Alter! Verdammt! In der Mitte von Yoshi hält es immer wieder an. Ja! Getroffen! Und jetzt müsste es schon kaputt sein. Wow, Tatsache. Oh mein Gott, ey, in dem sein Magen. Oh, krass. Krass. Eieiei. Oh, ich hätte vielleicht die Babys mitnehmen sollen. Ich hätte noch einen. Oh nein. Nee, dann kill ich ihn jetzt durch. Ja, dadurch. Oh, Gottes Willen, ey. Ist wahnsinnig. Jetzt habe ich nur noch einen Shell. Klasse. Super. Jetzt muss ich da irgendwie durchkommen. Wow, 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 wow. Na also, überlebt. Und du bist erstmal weg, Kollege. Mach dich ab. Geh nach Hause. Oder nimm dir einen Tag frei. Oh, haben wir also auch schon den letzten Yoshi hier. Also wenn ihr es jetzt nicht schafft, ne, dann hasse ich. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Wie viele denn müssen noch mithelfen? Ist echt genug jetzt. Boah, ey, ich könnte den Stein alleine rollen. Schon allein, dass man den rollen muss. Rollen ist ja jetzt schon mal kleine, also jetzt nochmal eine Runde leichter. Ah, okay, die schaffen es anscheinend. Ja, die schaffen es endlich. Yeah, rollt den Stein nach unten. Den Stein gibt es auch bei Yoshi's Island. Auf NES, Nintendo 64 oder nee, NES, glaube ich. Ach, egal. Oh, da unten sieht man eine Karte, wie das Ding da rumrollt. Ach, ekelhaft. Ekelhaft. Let's roll. Woohoo. Hinterher. Ja, die scheinen sich da gerade mal geschnickt abzumachen. Und nochmal heilen. Könnte ja sein, dass die Babys das abbekommen haben. So. Was haben wir da oben gesehen? Ich habe keine Ahnung. Nichts. Achso, ist frei. Okay. Du Schwein. Ich hasse dich. So. Zack. Zack. Und, Luigi gleich nochmal hinterher. Und weg. Na, was wollt ihr? Huh? Oh. Also, wenn er springt, dann heißt es, dass er zu hoch wirft. Okay. Verstanden. Gut, ich hab's gespeichert und ich weiß jetzt auch, wie man ihn besiegt. Sehr schön. Dann passt's ja. Ist jetzt noch der da. Hey. Hey. Haha. So. Zack. Oh, wieder hat X nicht erkannt. Aber es reicht nicht! Nein! Monster! Willst du mich austricksen? Na, klappt nicht. Zack. Das klappt aber. Das Gespring auf deinem Kopf. Hm. So, was haben wir hier noch? Kanone. Habe ich jetzt den. Nee, nicht, dass ich jetzt den Smash-Ball, diesen Smash-Egg nicht bekommen habe. Das ist eine richtig Kacke. Boah! Eieieiei, mies, mies, mies. Aber es bringt nichts, denn Mario ist ja ein erwachsener Mann und deswegen kommt er auch schnell wieder hoch. Oh nein, 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 nicht die Bombe. Ich hasse die Bombe. Ich hasse die Bombe. Ja, obwohl so schlimm ist die gar nicht. Die ist schon leicht und kompakt und trifft nicht. Oder funktioniert nicht. Aua, verdammt. Das liegt nur, weil er gerade so nah dran ist. So. Nein, das mit dem UFO. Ah, geownt. Zack. So. Jetzt hauen wir doch mal mit dem Hammer drauf, würde ich mal sagen. Lol. Oh nein, nein, nein. Verdammt. Gerade wollte ich springen. Aber wir kriegen den auch so fertig. Das ist kein Problem. So stark ist er nicht. Okay, zurück an Absender und mit seinem eigenen UFO geowned. Schöne Sache und dazu bekommen wir auch noch ein, ja, eine Kanone. Ein schönes Smash-Item.
Ich hab's so... Ich wollte sagen, ich hab's gewusst und wollte dann draufspringen, aber... Ja, hat er mich wohl abgefangen, der gute Mann. Ja, das gute Alien. Aber zurück, aber... Zurück an den Absender. Der versucht's auch nochmal. Bei dem genau dasselbe. Es hat doch keinen Sinn, es zu versuchen. Und... So. Aber er ist immer noch nicht down. Kann ich mitleben. Ach ja. Verdammt, hat er mich echt getroffen. So eine Sau. Zack. Bringt das was? Egal, trotzdem, volle Breitseite. Bringt aber nichts. Aber das da sollte ihn ownen. Doch nicht? Boah, der hält was aus. Der hält was aus. Aber selbst diesen Sprung konnte er nicht überleben. Jetzt haben wir ein Problem. Ich muss mich irgendwie heilen. Ein Ampenpilz. Gut. Was mal. Auf B gedrückt. Tut mir leid. Items, Super Mushroom. Wir haben nur noch Super Mushrooms. Kacke. Bam. Bam. Und bei den Babys stimmt ja alles. Ist ja gut. Gut, jetzt machen wir hier mal weiter noch ein bisschen. Noch ein bisschen erkunden. Scheiße. Gut, die machen wir noch fertig. Und dann sollte es auch langsam mal für diesen Part gewesen sein, hier. Wow, 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 wow. So. Zack. Weg mit dir, Knochen trocken. Woo. Woo. Haha, dann versucht er uns echt auszutricksen. Das schaffst du aber nicht. Yeah. Oh nein, die Bombe. Ein UFO wäre auch mal wieder schön. Lol, das Ding ging aber sehr schnell kaputt. Ah, verkackt, verkackt. Ich habe auf X gedrückt. Naja. Nee, nix. Hammer. Springen hilft auch, wie man sieht. Klappt alles super. Bombe. Ich mag die Bombe nicht. Aber wer mag die schon? So. Jetzt bist du dran, Alien. Du wirst jetzt erstmal schön dran glauben dürfen, wenn ich mit dir fertig bin. Komm schon, Alien. Ach, Mann, ey. UFO wäre auch mal wieder schön. Dann wärst du jetzt sogar vielleicht schon down. Zack. Und zack. So. Eliminiert. Sehr schön. Irgendjemand Level Up vielleicht. Yeah, tatsächlich die Babys. Das war jetzt echt nur geraten. Aber den gebe ich mal ein bisschen was für, ja, sein Schnurrbart. Schnurr. So, bei, ja, Power. Bisschen. Bisschen was für den Baby-Bizeps muss auch sein. Und da ist der Stein. Oh! Oh, Gottes Willen, Gottes Willen. Ah, geht vorbei, geht vorbei. Okay, den machen wir noch. Und dann ist echt Schluss hier. Sonst wird der Part noch viel zu lang. Kann sein, dass hinter dem einen Tor dann jetzt ein Boss ist oder so. Also so ein kleiner Zwischenboss gibt's ja auch. Darauf habe ich keinen Bock. Weil sonst wird der Part wieder unnötig lang und das muss nicht sein. So. Zack. Yeah, Lucky Trevor. Lucky Trevor. Oder eher gesagt, Lucky Hit, kann man sagen. Wow, wow. Und? Na, nicht ganz. Naja. Aber jetzt. Zack. Yeah. Sehr schön. Sehr schön. So. Also, Leute, was wir da hinten wohl finden werden, erfahren wir im nächsten Part. Bis dann, sage ich schon mal. Ciao. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute.